Okay, Sven. Der Sven mit dem Escape. Sven ist der Letzte. Den Escape. So, jetzt sind wir uns hier, der Sven. Okay, aber nicht zu stark hier, weil du bist noch relativ weit drüben. Das sollte kein Problem sein. Ausleiten und rechts nachdrücken. Rechts, 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 ganzen Kreis. Super, ziemlich kontrolliert. Sie haben eventuell Probleme. Steuermann im Gewicht nach rechts. Gut, und die Wiederöffnung dann. Also sehr effektiv. Gegen den Wind, gegen den Wind. Und nach links gegen den Wind steuern im Gewicht. Sagst du mir noch den Geheimtipp oder Christoph, der als nächstes gestartet ist? Das ist daheim der Vertex, der Finne Schwede. 425. Okay, Richtung Landeplatz. Umdrehen 180 Grad. Genau in dieser Linie fliegen. Schnell fliegen lassen. Beidseitig deutlich anbremsen. Halten. Zügig auslassen. Halten, 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 auslassen, rasch. Etwas stärker zurückbremsen, halten, halten, halten. 2 Sekunden halten, bitte. Daniel? Bitte selbstständige Landung. Wer wettet mit mir? Wer hat mit mir gewettet? Gerade so. Gerade so. Martin, wenn du mich hörst, tu mal deine Beine grätschen. Ganz deutlich die Beine grätschen. Ganz stark.
jetzt in der Luft das Sven. Flugmanöver, seitliche Einklapper. Die könnte schon auch giftig werden, also ist es nicht. Bitte? Die könnte schon auch giftig werden. Der Peter und Daniel. Nee, nee, das ist zu schlank. Ja. Ja gut, okay, ein bisschen Erfahrung hat man jetzt hier, dass man sowas verträgt. Ja. Ich werde gleich mal am Starten. Ist das der? Ja? Mhm. Hier, der eine sagt, der nach mir gestartet echt? Ist, Christa war wohl etwas besorgt. Was soll denn okay, wenn die Position passt jetzt, für seitliche Einklappen. Okay, wieder nach rechts raus, auf dem See, rechts. Ja, hast du das auch noch gehandelt? Okay, und weiter geht's mit dem seitlichen Einklappen. Das ist eine Schulung. Wir müssen ja mit zwei Händen müssen. Gut, wieder auf den See raus. Aber rechts jetzt. Flieg rechts raus, rechts raus. Du bist mir zu nah an dem Boden. Rechts raus. Genau, in diese Richtung. Und jetzt gleich nochmal. Bleib auf der Position. Bleib auf der Position. Okay, jetzt kommen die Scheibenklappen. Dann Nagurt, rechts lassen. Das passt wunderbar. Und du notierst gute Klappe oder wenig gute Klappe? Genau. Ich bin Fettigkeitsgrad. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, weil da unten das Segelboot ist. Aber das ist also sehr kalorienbewusst. Gut, komm nur mal rechts rüber, rechts Richtung Landeplatz. UP ist Klappe. Okay, ein starker Klapper geht jetzt nicht mehr aus von der Höhe. Nee, allerdings nicht. Grundstück. Dafür ein ordentlicher Landeanflug. Jetzt in der Luft der Sven. Die ist doch dann so easy now. Okay, dann geht weiter mit seitlichen Einklappen. Flieg ein bisschen rechts raus und dann wieder gegen den Wind. Und dann nochmal, versuch mal, dass das hier ein bisschen stärker einklappt. Ja, das sind die ersten Mal mit dran. Nicht mehr rauffahren, ne? Nicht mehr rauffahren? Später, vielleicht nochmal, 5:30. Okay, wieder gegen den Wind, alles einklappen, Frontstall. Nur ganz leicht auf die Bremse, ganz leicht, schau, der weist dir sonst ab. Okay, jetzt beschleunigen, machen wir einen beschleunigten, du weißt ja, sofort nach dem Entlasten aus dem Beschleuniger raus. Okay, leg los. Ganz leicht nur auf die Bremse, ganz leicht nur. Gut, jetzt noch einen beschleunigten Einklapper, beschleunigter seitlicher Einklapper. Halb sechs vielleicht noch. Und gleich nochmal wieder halb gegen den Wind. Ja, Andrea, wie das so machen wir nicht, oder irgendwie was? Doch, wir hören schon. Ja, dann müssen wir jetzt, wenn die alle da sind. Ja, genau. Die Pause nochmal aufspannen, oder? Ja. Was heißt nachher? Ich hab's gleich. Das ist ein Wasser, wenn du gut bist.
Jetzt über den See das Rennen. Der ist aber tief raus. Wieder gegen den Wind. Der Trudelansatz, das nächste, beidseitig leicht anbremsen. Eine ganz durch zum Abriss, dann wieder hoch. Ganz durch, rasch durch dann. Hoch, gut. Links nochmal fliegen, links nochmal und gleich noch. Ja, schauen wir uns dann mal ein Video an. Das ist eine ganze Fehlerkette. Hoch. Aber hast du noch ganz gut gemacht, weil der war weit hinten, weit hinten. Okay, na, flieg in diese Richtung weiter, fliegen. Alter, gut, dass du sehen wirst. Weiter links. Und dann nach links umdrehen, wieder gegen den Wind, nach links. Hier ist ein Anglerboot, deswegen noch mal ein Stück vorfliegen. Das gehört dazu. Leicht dazu. Ja, normalerweise nicht. Leicht links raus, leicht, ganz leicht links. Gut, jetzt machen wir Stollpunkt. Ja, ganz weich runterbremsen, aber auch schon auf die Kappe. Das ist halt der Grund, warum wir sagen. Und wenn der Schirm stehen bleibt, hoch. Ich sag dann hoch, jetzt kommt er schon gleich. Hoch! Halt! Moment, bremse an, dann hoch, bremse an. Und jetzt nochmal die Bremsen hoch. Bremsen hoch. Und links raus. Schau mal, dass du dann noch das Ufer erreichst.